Königsmacher FC Bayern. Eine verrückte Serie setzt sich fort. Der FC Liverpool ist Champions League-Sieger 2019, auch weil die Reds auf dem Weg ins Finale den FC Bayern schlagen. Das Achtelfinale dieser Champions League-Saison bestätigt einmal mehr: Der Weg zum Henkelpott führt fast immer über die Bayern. Zumindest was diese Dekade angeht. 2010 schlägt Inter den FC Bayern im Endspiel. Ein Jahr später verdirbt Chelsea das Finale daheim und holt den Pokal in München. 2013 sind die Münchner selbst dran und gewinnen in Wembley gegen Dortmund. Ein Jahr später setzt sich Real im Halbfinale mit 1:0 und 4:0 gegen die Münchner durch und gewinnt dann das Endspiel gegen Atletico Madrid. 2015 spielt Barca im Halbfinale 3:0 und 2:3 gegen den FC Bayern und gewinnt im Endspiel mit 3:1 gegen Juve. 2017 ist wieder Real an der Reihe. Nach einem umkämpften Viertelfinale fühlen sich die Bayern vom Schiedsrichter betrogen. Real zieht über das Halbfinale schließlich ins Endspiel ein und schlägt Juve dort am Ende mit 3:1, trotz Zaubertor von Mario Mandzukic. Auch 2018 führt Reals Weg zum Titel wieder über die Bayern. Nach Hin- und Rückspiel heißt es insgesamt 4:3 für die Königlichen. Im Finale spielen sie gegen den FC Liverpool und gewinnen dort mit 3:1. Liverpool führt dann dieses Jahr die irre Serie fort. In 8 der letzten 10 Saisons holte Bayern oder der FC Bayern Bezwinger später den Champions League-Titel. Nur 2011 und 2016 kommt das Aus nicht gegen den späteren Champion. Ob auch in den kommenden Jahren der Weg zum CL-Triumph wieder nur über die Bayern geht?